Wenn mich meine Freunde fragen, was ich bei Deloitte denn so treibe, dann versuche ich denen das meistens so zu erklären. Ich helfe Finanzinstituten dabei, sich an ein ständig veränderndes regulatorisches Umfeld anzupassen und ja, die neuesten regulatorischen Anforderungen einzuhalten. In meinem Job fokussiere ich mich darauf, Unternehmen zu unterstützen, ihre Risiken aus den erweiterten Geschäftsbeziehungen zu kontrollieren, zu verbessern und daraus gute Entscheidungen zu treffen. Für mich macht der Job bei Deloitte vor allem interessant, dass obwohl viele Projekte gleich heißen, also zum Beispiel Risikomanagement-Implementierung, kein Projekt wie das andere ist. Es ist jeden Tag was Neues, andere Firmen, andere Branchen, andere Themenstellungen, andere Schwerpunkte und andere Probleme, die zu lösen sind. Und das macht es nach wie vor spannend. Wir sind ein großes Team in Risk Advisory, ein Team, mit dem wir alle Fragestellungen zum Risikomanagement für unsere Kunden beantworten können. Und das zeichnet die Teams letztendlich aus. Das Arbeiten im Bereich Risk Advisory macht mir besonders viel Spaß bei Deloitte, weil unser Team extrem jung, dynamisch ist, sehr freundlich und viele meiner Arbeitskollegen sind mittlerweile auch Freunde von mir geworden. Risk Advisory in den nächsten 3 bis 5 Jahren bedeutet für mich einen vollkommenen Umschwung und Umbruch der bisherigen Service-Dienstleistung, die wir getan haben. Jetzt geht es darum, das in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch weiter zu spinnen und aus den knapp 500 Leuten, die wir jetzt sind, eine stolze Zahl von 1300 zu machen. Technikaffinität ist bei uns nicht nur ein Spruch, sondern es ist eine Notwendigkeit. Es bedeutet aber nicht, dass wir nur reine Wirtschaftsinformatiker oder Informatiker suchen, sondern wir suchen auch klassische Betriebswirtschaftler, die ein starkes Verständnis für Technik mitbringen. Risk Advisory bei Deloitte ist für mich der beste Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann. Mein Motto ist No Risk, No Fun. Ja, Risk Advisory bei Deloitte.